Hi Leute, hier ist der Michel. Ich begrüße euch aus den französischen Seealpen bei der Rallye Monte Carlo, das finale Event, das fünfte von fünf Events unserer Masters-Meisterschaft mit diesem wunderschönen Gefährt hier mit dem Lancia. Das ist die vorletzte Folge mit diesem tollen Auto. Ja, das ist der Gesamtstand bzw. der Stage-Stand von Etappe 6 und das hier, das ist der Gesamtstand nach 6 Etappen. Wer jetzt gerade einschaltet und denkt, was ist denn hier los? Der kann doch nicht ernsthaft 47 Sekunden Vorsprung haben und hat noch 6 Etappen übrig. Ja, zum einen waren wir wirklich gut unterwegs, zum anderen sind alle Hauptkonkurrenten, die drei großen, Lepele, Kinley und Zhou, da sehen wir sie auf 11, 12, 13, die sind allesamt schon nach hinten durchgereicht bzw. ausgefallen. Ja, mit verschiedenen Problemen, keine Ahnung, was da los war. Das haben wir so noch nie erlebt. Das wäre sonst, glaube ich, ein richtig knackiges Ding gewesen. Aber so können wir quasi, es ist schon fast vorbei. Also, wenn wir weiter konstant fahren, dann ist der Sieg hier uns fast nicht mehr aus dem Ruder zu reißen. Deswegen habe ich Ende letzter Folge noch kurz gesagt, dass wir uns eine Regel auferlegen jetzt für die letzten 6 Etappen. Und zwar, es gibt absolut keine Neustarts. Was wir mal machen können durchaus, wäre vielleicht irgendwie mal einen Reifen reparieren, wenn wir am Anfang der Stage uns einen Platten holen, aber wenn wir den Berg runterstürzen, gut, dann werden wir, glaube ich, zurückgesetzt, kriegen eine saftige Strafzeit, aber wenn das Auto wirklich komplett zerstört würde, was hoffentlich nicht passiert, dann ist die Rallye doch noch verloren, aber ja, das sollte eigentlich nicht passieren. Das Auto ist jetzt wieder auf 100%. Das haben wir, glaube ich, in dieser Masters-Meisterschaft noch nie erlebt, dass wir zur Mitte der Rallye das Auto komplett auf 100 hatten. Na gut. Ich konzentriere mich wieder, eine kurze Stage jetzt mal für zwischendurch, die siebte. Gut weggekommen vom Start, ordentlich auf den Punkt den Start auch erwischt. Das meine ich, das kann schnell passieren hier. Und da trägt man sich so schnell, man schleicht den Plattfuß einfach davon. Ja, mit zunehmender Distanz steigt natürlich hier auch klar die Fehlerquote. Erstens stellt sich eine Routine ein, zweitens ermüdet der Geist natürlich auch so ein bisschen, ich nehme das ja wieder alles am Stück auf. Und trotzdem hier, Split-Best-Zeit. Ja, mit dem 2016er Ausstieg von Citroën. Die ja erst dann 2017 wiederkommen wollen. Da erübrigt sich natürlich auch eine Teilnahme von Loeb bei der Rallye Monte Carlo. Da hätte ich ja schon fast mit gerechnet, dass er dann wieder vielleicht antritt. Zum Saisonbeginn, aber er ist jetzt von Citroën komplett weg. Ist jetzt für Peugeot unterwegs. Wird die Dakar fahren, wird dann nächste Saison eine Wüsten-Serie fahren. Auch für Peugeot. Der Konzern ist ja der gleiche, aber die Marke ist so trotzdem eine andere. Ist ja alles der PSA-Konzern in Frankreich. So ähnlich kann man vergleichen mit der Volkswagen AG. Die ja auch VW, Audi und so unter dem Dach haben. Porsche etc. Und PSA halt mit Citroën, Renault und Peugeot. Klingt alles gleich, aber weggedreht. Citroën, Peugeot, Renault, halala. Ich finde auch von der Formsprache, vom Design sind sie alle relativ ähnlich, die französischen Hersteller. Das ist aber extrem rutschig hier, meine Herren. Konnten gestern hier schließen mit einer Stage-Win komplett. Auf einer langen Etappe mal. Ich denke, das wird uns hier nicht vergönnt sein. Aber wir haben nur einen direkten Verfolger, der heißt Wilson und der fährt nochmal deutlich langsamer als die Bestzeit, die wir hier jeweils sehen. Die wird nämlich immer dem Kinley oder dem Lepele zugeordnet sein. Die fahren ja auch nur nach wie vor mit. Jetzt konnten sie vor allem ja auch ihre Autos reparieren. Das heißt, die fahren schon noch mit, aber die haben natürlich keine Chance, diese ganzen Minuten da aufzuholen.
Aber ja, so eine Reifenreparatur kostet auch eine Minute 30, also das darf uns auf keinen Fall passieren. Da wäre die Führung zunächst schon mal auf jeden Fall weg. Also wir müssen einfach diesen Sieg nach Hause fahren. Wir müssen einfach diese 25 Punkte hier mitnehmen, die uns ziemlich sicher sogar auf den Gesamtrang 1 des kompletten Events, dass wir die letzten, ich rechne mal kurz, 5 Rallyes pro Folge, 4 Rallyes, das sind 20 Folgen, die uns hier diese Meisterschaft beschäftigt hat. 20 Folgen, muss man sich mal vorstellen, für eine Meisterschaft. Und wenn wir die hier gewinnen, das wäre eine ganz tolle Krönung auf jeden Fall. Einer sehr durchwachsenen Saison. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen Zeit verloren. Wilson aber nur 3 Sekunden schneller gewesen. Also Entwarnung. Das ist alles nochmal safe. So, jetzt kommt Etappe 8. Ist das eine bisschen längere? Gucken wir mal. Wir müssen natürlich auch aufpassen, so mit schleichenden Schäden am Auto. Da wissen wir ja auch, seit dem Patch, seit dem letzten, gibt es da so ein paar kleine Kniffe. So, das ist die zweite für heute. Das wäre die dritte dann. Nochmal eine kurze dann zum Abschluss. Schönen Sonnenuntergang anscheinend hier. So, die ist jetzt nochmal monstermäßig. Und da haben wir jetzt kein hundertprozentig das Auto beisammen. 4, 3, 2, 1, Start. Links 5 macht zu bis 3 über Kreuzung. Welle in den Alpen. Rechts 1 lang macht auf. 100 über Kuppel. Zunächst ist es trocken. Links 5 lang. Aber wieder neblig. Rechts 4 lang 130 über Kuppel. Rechts 5 lang, 130 über Kuppel. Links 3 und links 2 lang. Und links 4. Und rechts 4 lang, macht zu bis 3. Links 6, 60. Wir dürfen nicht nachlässig werden. Links 5, Kuppel 80 und links 3 halb lang, 100 durch Tunnel. Achtung, Tunnel, Ohren aufsperren. Rechts 4 macht Zug über Welle. Und rechts 6. Links 6. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was macht er da? Das ist immer schwierig, auf diesen engen Bergpässen hier zu wenden. Da war ich einfach nach dem Tunnel zu weit links draußen. Ich kehre rechts halb lang. Rechts 6 über 100. Links 4, 60 über Kuppel. Rechts 5 macht zu bis 4. In links 3 macht auf. Verlässt mich gerade so auch ein bisschen die Ortskenntnis. Rechts 1 lang nicht schneiden. In links 3 lang 100. Rechts 3, in rechts 3 über Kuppel 60. Ja, die ist ein bisschen fies, aber da haben wir ganz schön viele Schläge schon links und rechts rauf bekommen, aber genau an den Stellen anscheinend, wo der Lancia das aushalten kann. Noch nichts am Reifen oder so, das ist gut. Das wäre auch noch deutlich zu früh für einen Reifenschaden, muss ich ehrlich sagen. Auf den letzten beiden Splits gerne, aber jetzt absolut noch nicht. Ja, also die französischen Marken sind auch allesamt sehr stark im Rallye-Sport verwurzelt. Rallye sowieso als Sport einiges größer als in Deutschland. Wir sind ja auch World Rally Cars zugelassen, da sieht man viele Citroën C4s noch WRC, aber auch DS3 WRCs. Gibt es viele private Teams, die auch potenziell sicherlich WRC-Einsätze fahren könnten. Rechts halten, über Kuppe. 80. Achtung, rechts 5, macht zu bis 4. Links 3, macht zu, über Kuppe, nicht schneiden. Rechts 6, Kuppe, links 6, verengt sich. Vor allem das Nachwuchsprogramm von Citroën war wirklich, hat ja wirklich unglaubliche Talente hervorgebracht. Nicht zuletzt Ogier. 150. Rechts 6. Rechts 4 macht zu bis 3. Ein aktueller Hoffnungsträger wäre ja Lefebvre und ein Sébastien Chardonnay. Rechts 5. Und links 6 und rechts 5. Ja, aus der WTCC zieht sich Citroën ja zurück und hat sich nun also wohl doch für den Rallye-Sport entschieden. Sie profitieren ja auch von dem Motor tatsächlich noch. Sie fahren ja ähnlichen Restriktoreinstellungen in der WTCC, wie es jetzt ab 2017 dann oder ab übernächstem Jahr in der WRC der Fall ist. Also können Sie da so ein bisschen auch tatsächlich in der WRC von der WTCC profitieren, was den Motor angeht. In rechts 3 lang. So, wir sind fast wieder dran, ne? An der Spitzenzeit. Ein paar sauberere Splits gerade abgeliefert.
rechts 6 und links 5 halblang macht zu. Sofort gegen rechts. Beflügelt von dem Geist von Lüb, wollte ich gerade schon sagen. 80. Und dann landet ich in der Mauer. Rechts 5 halblang. Links 4 und rechts 4 halblang. Boah, da hat uns die Wand wieder in die richtige Richtung gedrückt. 80, überkuppeln. Das ist aber auch nach wie vor echt knifflig manchmal. Rechts halten, über Kuppel 80. Rechts 6 lang 60. Achtung, links 4 halblang rutschig. Und rechts 5 halblang über Kuppel. Links 4. Und Achtung, rechts 6 über 100 nicht schneiden. In Kehre links. 100. Mich würde ja wirklich mal unglaublich brennend interessieren, wie so Verkaufszahlen aussehen. Zum einen von Dirt Rally und zum anderen von WRC 5. In Achtung, links 6, nicht schneiden, Kuppel. In rechts 3, macht zu bis 2. Da bin ich ja echt ein bisschen neugierig. Links 4 lang, nicht schneiden. Rechts 3, macht zu bis 2, 80, über Kuppel. Ich bin vor allem neugierig, wie viele Rally- und Hardcore-Rally-Fans noch dieses Spiel hervorbringen könnte. Weil ich sag mal, die Hürde für einen Einsteiger, die ist natürlich hier schon extrem hoch. Das erfordert einfach eine Menge Übung. Und hätte ich nicht jahrelang schon die ganzen Dirts rauf und runter gezockt und mich auch mal wieder mal an Richard Burns Rally oder Air Factor Rally World versucht, dann wäre ich hier wahrscheinlich auch ähnlich aufgeschmissen gewesen. Gibt ja Leute, die haben sofort ein Talent für sowas. Ich gehöre leider nicht dazu. Ich bin jemand, der für gute Fahren verhältnismäßig viel Übung, glaube ich, auch braucht. Jetzt haben wir die Führung wieder geholt. Und sicherlich sind meine Zeiten, die ich hier im Let's Play quasi fahre, nicht das Maß aller Dinge. Da sind einige viel, viel, viel schneller. Nehmen wir hier teilweise 10 Sekunden nochmal ab im Vergleich zu dem, was ich hier fahre. Das ist natürlich klar. Wir haben immer wieder auch fast wöchentlich unser P1TV-Liga-Event mit Dirt Rally und da sieht man dann auch, was da teilweise für Cracks einfach dabei sind. Das ist unfassbar. Oh, ein bisschen rutschiert. Ja, ich glaube, wir haben auch ein bisschen Glück gehabt hier, dass wir noch keinen Platten hatten, weil das war teilweise echt haarscharf an der Grenze. Jetzt ist es gerade eisig, 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 eisig. Sorry fürs Mikrofon hauen. Ja, ich glaube, der Stage-Win, den haben wir gerade weggeschmissen. Achtung, links 6. Rechts 5, mach zu, in, kehre rechts. 60. Nun, da ein bisschen zu weit rechts gewesen, macht nichts. Ja, sie werden auch natürlich nächstes Jahr definitiv wieder beim Eifel Rally Festival dabei sein in Down und werden diese Fahrzeuge wieder bestaunen. Rechts 6, 80. Links 5 lang, innehalten. Und rechts 4 lang, 80, über Kuppel. Es wäre natürlich ein Traum, mal bei sowas mitzufahren als Beifahrer. Gibt es ja immer wieder mal solche Zuschauer-Runden, wo auch tatsächlich die tollen historischen Rally-Fahrzeuge und deren Fahrer mal Passanten, Rally-Fans mitnehmen. Muss man sich vielleicht vorher mal organisieren irgendwie, dass man einfach schon ein bisschen paar Wochen vorher aktiv wird und schaut, wer dann tatsächlich sein Auto da mitbringt, da vielleicht mal Kontakt zu suchen. Sowas mal einfach festzuhalten. Eine Sache, die in meinem Leben auf jeden Fall noch ein Häkchen braucht. So. Huiuiui, nächste Monster Stage geschafft. Ich glaube, so viele kommen da nicht mehr. So, wir sind auf jeden Fall immer noch vorne und haben Wilson auch wieder mal Zeit abgenommen dieses Mal. Da sehen wir jetzt, Gesamtergebnis momentan immer noch vorne, 52 Sekunden. Kommt da jemand wieder näher ran? Nee, nicht wirklich. Also Leppel hat sich jetzt wieder in die Top 10, auch Kinley in die Top 10 zurückgearbeitet. Aber ja, es könnte sogar sein, dass die bis zum Ende vielleicht sogar noch Platz 8, 7, naja, 7 ist schon knapp. Also 4 Minuten müssen sie gut machen. Die fahren viel schneller als der Rest, aber ja, schaffen sie trotzdem nicht mehr. So, ich glaube, wir können mal wieder reparieren, ne? Ja, jetzt kommt noch Etappe 9 für heute. Nochmal eine kurze und dann morgen der Rest mit 10, 11, 12. Das sind, tatsächlich ist nochmal eine lange dabei. Morgen zum Anfang. Nochmal die Col du Tyrrhenie Depart. Ja, diese Etappen hier, diese Straßen, natürlich auch beliebtes Testgelände.
Ich kann mich erinnern, dass damals auch der Focus RS-Test vom Focus RS Mark II hier stattgefunden hat. Da waren auch diese ganzen Motorvisionen und so, die haben den alle hier gefahren. 5, 4, muss ich jetzt etwa den Scheibenwischer 3, selber anmachen? 2, 1, Start. Links tatsächlich. 5, 8, 2 bis 3, Überkreuzung. Ich muss den Scheibenwischer selber betätigen. Rechts 1, ah, Eisregen! 100 Überkuppel. Ich muss gedrückt halten, damit er angeht. Links 5 lang, macht zu bis 64. Ich überlege gerade, ob Licht so schlau ist, weil die Sicht ist eigentlich auch ohne Licht ganz gut. Ich habe es mal angemacht. Ja, ich finde es ohne besser. Also wir hatten zwischendurch tatsächlich auch den normalen Schnee, wo man dann halt kein Wasser auf der Scheibe hatte, glaube ich. Zumindest musste ich gerade selbstständig den Scheibenwischer auch aktivieren. Das Spiel hat das nicht für mich gemacht. Rechts 5. Die Simulation, sorry. Links 5, Kuppel 80 und. Links 3, halblang, 100 durch Tunnel. Rechts 4, macht zu über Welle. In rechts 6. Fehler nicht wiederholt hier beim Tunnelausgang. Rechts 4, macht zu, sofort kehren links. Aber den Fehler haben wir wiederholt, fast zumindest. Dusel. In kehre rechts, halblang. Rechts 6 über 100. Links 4, 60 über Kuppel. Rechts 5 macht zu bis 4. In links 3 macht auf. Rechts 5. In Achtung links 5. Rechts 1 lang, nicht schneiden. In links 3 lang, 100. Rechts 3, in rechts 3 über Kuppel, 60. Rechts 4, 60. Links 1 lang. In rechts 4 lang. Und links 5 lang. In rechts 4 lang. In links 6, 60. In rechts 6. Links 5 lang über Kuppel. Split Win, Führung links übernommen. 6, halb lang. Rechts 5, 60. Rechts 6, sofort kehre links. Eisplatten ab hier. In rechts 6. In links 6 halb lang, mittig halten, über Kuppel. 150. Kehre rechts. Ein bisschen spät, aber hat uns ein bisschen noch der Schnee links gebremst, der da vor der Mauer liegt. 80. Achtung, rechts 5, macht zu bis 4. Dadurch links der Einschlag absolut nicht verkraftbar gewesen. Gelbes Schild braucht keiner. So, durch. Stage Win nochmal. Zum Abschluss hier. Sehr schön. Also, ich glaube, wir hätten selbst ohne die Konkurrenzausfälle hier ganz gut mitkämpfen können. Also, Kinley wäre schwer gewesen, glaube ich, insgesamt. Vor allem, wenn wir Fehler gemacht hätten. Aber so an sich konnten wir hier durchaus immer wieder die Pace gehen. Da haben so viele Stage Wins wie auf keiner anderen Rallye bisher. Ja, also ich habe mich, glaube ich, ein bisschen zu Unrecht auch vor dieser Rallye Monte Carlo gefürchtet, weil ich dachte, ja, im Hinterkopf natürlich so ein bisschen die Rallye Deutschland gehabt, mit diesem extremen Ausbrechen, wo wir wirklich ein Setup brauchten. Hier fahren wir mit Standard-Setup und kommen bestens klar. Ja, die Rallye an sich ist ja halt auch ein bisschen langsamer als die Rallye Deutschland. Und links 4. Ja, wieder mal Nebelsuppe. Es sei denn, die Helikoptercam so ein bisschen kaputt macht, aber ein paar Aufnahmen haben wir noch direkt von der Strecke. 5 macht zu bis 4. Links 5, Kuppel 80 und. Das Gebetsbuch. Ja, wir können langsam schon mal ein bisschen drüber nachdenken, welches Auto wir eventuell fahren könnten, ne, beim nächsten Mal. In der nächsten Meisterschaft. Ich werde sicherlich mal einen Hillclimb zwischendurch einlegen mit dem Quattro, dann auf den Pikes Peak mal gehen. Das bietet sich auf jeden Fall an. Ansonsten dann danach würde ich sagen, steigen wir dann direkt, auch chronologisch in der Zeit natürlich, in die Group A. Ende der 80er, Anfang der 90er, dann Lancia Delta, gibt es da zur Auswahl, Ford Escort. Und was haben wir noch? Den Escort, den Lancia, was haben wir noch in der Group A? Nein. Ich überlege gerade. Ich glaube, da haben wir noch den Peugeot, nee. Doch, ich glaube den Peugeot, nee, den Peugeot haben wir nicht. Ich weiß gar nicht, wen wir da noch haben. Ford, Lancia, zu der Zeit ist noch Audi gefahren. Zu der Zeit ist,
Naja, Audi ist nicht mehr gefahren. Die hatten, ja doch, die hatten aber auch einen Audi Group A. Naja, whatever, werden wir denn ja sehen. Auf jeden Fall war es das erstmal für heute. Morgen gibt es dann die letzten drei Etappen plus die Auswahl des nächsten Events wahrscheinlich schon. Aber da kann ich mir auch noch Zeit lassen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht doch noch nicht. Auf jeden Fall das Finale. Und dann bin ich mal ganz gespannt, wofür es am Ende reicht hier punktetechnisch. Ob wir wirklich das Gesamtevent gewinnen, das werden wir morgen erfahren. Dann gibt es nochmal drei Etappen. Also bis morgen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Tschüss.